Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Road to Ancient Projekt. Es kam mir jetzt ein Update, womit ihr viel Sch Oh Mann, ey, ich bin doch extra im Warm-up da reingegangen. Egal, es gibt ja jetzt das Update, dass die ganzen Ränge verschoben wurden. Ne, Stichwort so Gaußsche Glockenkurve oder Normalverteilung. Die war ja jetzt immer so im Silberbereich und das haben die jetzt ein bisschen angepasst, dass das weiter Richtung Gold Nova Master Guardian ist, wenn ich mich nicht irre. Also so ein bisschen wie es früher Hello, war. guys. Hallo? Ich glaube, die zwei, die sich So, gerade so fröhlich let's angehört haben. go B. Rush B ramp. Alright. No one cave. Okay. No one cave. Only ramp, okay? Yes. Let's Yes. go. We must move. Eigentlich schon Lust, aus Prinzip jetzt Cave zu gehen, aber nein, wir machen das nicht. Vergessen, dass er nur eine Decoy hatte. Last one was in front of cave. Nice, good job. Drop guy. Und ich habe keine Rüstung verloren. Das heißt, wir können uns für 350 einen Helm kaufen. Das heißt, wir kaufen eine AK. Let's go! Ich darf die jetzt einfach nur nicht verlieren. Auf jeden Fall, Ränge sollten jetzt besser sein bei den Karten, wo ihr schon Rang habt oder mindestens zwei Wins habt. Wenn ich es richtig verstanden habe. Da reicht es, wenn ihr einen Win habt, um einen Rang zu bekommen. Und zwar jetzt halt einen besseren Rang. Das heißt, wenn wir das hier gewinnen, dann können wir hier einen Rang haben. Aufpassen, dass hier in der Cave nicht noch wer drin ist. One dark. AK inside. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. There's AK on site. Yellow left to you. So, das war unsere MAC-10. Logischerweise, MAC-10 ist eine T-Waffe, aber. Sehr schön. Aber ich wusste nicht, ob der vielleicht am Schießen ist auf den Gegner oder so. Egal. Das heißt, Ancient hatten wir ja, glaube ich, sonst noch 6 Wins, die wir brauchten. Aber weil wir 4 Wins haben, reicht das jetzt vollkommen aus. Let's go, A. Dass wir einen Win kriegen. Wild, das Orange einfach keine Waffe hat. Ich meine, ich hab's auch leider verpennt. Das hätte ich ihm legen können. War eine wilde Flash. Gehen mal hier in Donut rein. Damit hat er nicht gerechnet. Hat er wohl keinen Taschenrechner dabei? Können wir sonst auch nochmal absmoken, dass er hier nicht kommen kann. He's going back. Aufpassen, dass er Mitte nicht piekt. Bis zum B. Scheiße, Mann. Und ich war zu low, darum konnte er mich mit dem Matchup wegmachen. Ach, ich muss ja unbedingt dafür gehen. Egal, das war's wert. Sehr, sehr schön. Läuft gerade. Oh, 2 Damage hinter Orange. Das heißt, weil die gerade gekauft haben, sollten die unter Umständen kein Geld haben. Also die haben eine M4 auf jeden Fall. Das
ist übrigens nicht ganz so geil, dass wir gar keine Mitte-Defense haben. Cave low. Ah, naja. Was will man tun? Haben wir denn eigentlich so viele Leute verloren? Ein bisschen bitter. Ich wohl voll verkalkuliert. Naja, fairerweise da in der Runde hatten die auch nur MPs oder so. Wait. Glaube ich nicht das Geld dafür. Ja. Ist die Frage, ob er Mitte vielleicht Hilfe braucht. A Donut? Careful. Schön. Es wird wahrscheinlich der A-Spieler sein. Passing. Gehen wir hier mal hin, falls sie uns ganz weit umlaufen. Ja, der wird auf jeden Fall saven. Der sollte Half-Life sein. Hat leider nicht gereicht für einen Kill. War auch ein bisschen cocky. Wollte sehr, sehr weit vorgehen. Oh, Rangschuh sollte es, glaube ich, laufen. Kabum! Der Gegner ist sogar noch gestorben. Ach man, was macht er denn? Tadet mir. Egal. So. Ich liefere mir mit Orange ein knappes Rennen. Und der ist leider gerade vorne, weil er eben Kill gemacht hat. Aber fairerweise möchte ich auch, dass er Kills macht. Dadurch können wir eventuell garantieren, dass wir gewinnen. Donut? Ach man, die Smoke war tatsächlich echt breit. Ich dachte nicht, dass sie so weitergeht. Schöner Headshot. Bin mal gespannt, wie viel ich der MP9 übrigens gegeben habe dadurch die Smoke. Ich meine, ich hatte auch richtig Schwein, dass ich den anderen da noch oder dem Headshot gedrückt habe mit dem letzten Schuss. Time to shine. Mach nochmal solche zwei Headshots. Oh, frech. Okay, das war einfach richtig scheiße von mir. Oh, der Gegner quittet. Ist nicht gut. Okay, was machen wir? Mac-10? Ja, sollten wir, glaube ich, machen. Drei andere Leute können kaufen. Dann sollte sie auch einfach eine Pistole und Rüstung kaufen sonst. Genau, jetzt habe ich schon wieder ganz vergessen, bin ich darauf eingegangen, wenn ihr zwei Wins habt oder mehr, dass ihr dann nur noch einen braucht für einen Rang? Glaube. Auf jeden Fall ist so. Ja, doch, da hatte ich gesagt, eigentlich hätten wir noch 6 Wins hier gebraucht, aber brauchen jetzt nur noch einen. Ich hoffe übrigens, im Hintergrund hört man den Ventilator nicht zu laut. Ich habe den auf die niedrigste Stufe gestellt, aber ansonsten ist das hier nicht auszuhalten. Weil Fenster muss ich zu haben, sonst ist das hier viel zu laut wegen Verkehr und so. Aber egal. Look, as long as we leave here with the cash, I don't bloody
Still cave. Go plant two. Red room one. Mann, ich war doch schon wieder hinter Cover. Warum will ich da auch durch die Smoke gucken, wenn er eine AK schießt? Da habe ich ehrlicherweise auch nicht anders verdient. Vielleicht war das sogar der, den wir eben Headshot durch die Smoke gegeben haben. Ach man, ein bisschen mehr Zeit rausholen, dann können wir das da easy spielen. Aber nein. So. Ich glaube, wir sollten noch mal eine Echo machen. Aber wir probieren es mit einer Deagle. Ich hätte mir, glaube ich, eine Tech-9 lieber kaufen sollen. Sehr schön. Donut. Two guys Donut. Wir haben da eine Ave. Das two Donut. Green, can you plant? One is cave. Ich glaube, Grün hatte nicht realisiert, dass er die Bombe hatte. Last one, Cave. Zumindest war es eben. Sehr, sehr schön. Ich habe tatsächlich nicht ganz damit gerechnet, dass wir die Runde holen. Aber sehr, sehr schön, weil der Gegner hatte eine Ave und die hat er jetzt nicht mehr. Wer hätte gedacht, wenn er stirbt? Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Ich hasse das ja selber, wenn ich dann mal mich confident fühle für eine Aare, dann kaufe ich die mit meinem letzten Geld und krieg dann oder kassiere dann einfach direkt. Möchte nicht mehr. Holy shit. Das war echt knapp. Und übrigens hier, das ist auch neu, dass da MVP für Most Kills steht. Aber keine Ahnung. Teilweise, ich weiß nicht, nach was sich das richtet oder ob ich das nur sehe für eigene Teammates. Weil teilweise steht ja gar nicht weswegen. Also ich habe es auf jeden Fall schon gesehen hier fürs Planten der Bombe, wenn die dann hochgegangen ist, fürs Diffusen der Bombe. Das habe ich in einem anderen Game mal gesehen. Mit Steps. Was? Ich muss mich so viel umdrehen. Nice, good job. Oi, Ace, nice. War gerade voll in Panik, wo die Gegner sein könnten. Hat man bestimmt gar nicht gemerkt. Zack. Scammed.
So, probieren wir noch mal für einen schnellen Peek hier zu gehen. Oh. Aus dem Bällebad abgeholt werden. Da ist noch einer. Der letzte wird von hinten kommen. Safe. Sehen den, glaube ich, nicht, oder? Nee. Sind Angst, dass er links von mir ist. Hä? Welches auch an unserem Spawn? Müssen alles in Betracht ziehen, aber wahrscheinlich safe einfach auf A. Bumm! So, da, blau, MVP for planting the bomb. Okay, also von Mates sehen wir das auch. Dann ist das wahrscheinlich echt nur für Gegner. Können ruhig hier kaufen, weil, letzte Runde. Auch hier eine Tech-9 kaufen. Hier noch AKs hinwerfen, eine Glock. Falls wir Munitionsknappheit haben. Und wo sollen wir das Cash herbekommen? Nicht weg? Ja. Holy shit, das war sehr knapp. Ich hatte Glück, dass ich ihn noch gesehen habe. Ich dachte, er bricht vielleicht ab, dass er mich dann töten kann, weil er ja gehört hat, dass ich durch den Molly gelaufen bin. Aber ich habe Glück, dass ich ihn noch gesehen habe. Ich wollte gerade wieder das Schießen abbrechen, weil ich dachte, der steht irgendwie weiter rechts neben mir. Sehr schön. Wir sind wieder auf dem zweiten Platz. Ich richte mich da nach denen. Dann halte ich A. Ich sag mal, in der ersten Runde ist das sehr häufig ein B-Rush. Die Frage, die haben die Bombe halt noch nicht gesehen, aber ja, die sind da mit so vielen Leuten. Dann natürlich der ultimative Bait. Okay, jetzt haben wir die Bombe gesehen. Help me, help me. One cave, one. Last cave. Eine sheer ramp. Snoop Battle. 94 in 4, wem habe ich denn das gegeben? Es sah auf jeden Fall nie aus, dass ich jemanden 94 in 4 gegeben habe.
Ich muss mir auch unbedingt mal angewöhnen, mit der P2000 etwas geduldiger zu schießen. Also es ist nicht mehr so schlimm wie sonst mit der USP. Aber es ist doch schon recht schlimm. Gerade auch, wenn ich Fights auf Entfernung habe. Kommen wir Yolon hier rein. Sie mit zwei MPs auf mich geschossen haben und einer hinter mir war und ich den einen noch töten durfte, ist absolut illegal. Weil alle drei von uns schlecht geschossen haben. Ich habe so 1% besser geschossen als die beiden. Das ist so illegal, dass ich das machen durfte. Oh Mann, ey. Haben wir jetzt einen Grund, M4 zu kaufen? Oder komm, wir gehen für eine AUG. Haben die AKs? In zwei Runden in Folge verloren, haben gerade gekauft. Ah, wir gehen auf Nummer sicher und kaufen Helm mit. Wir versuchen nochmal da rein zu pieken, aber wir gehen diesmal nicht so aggressiv vor, weil wir den Reichweitenvorteil nutzen wollen, den wir mit der AUG haben. Oder? Okay, he's out. Gucken einmal über ihre Mitte. Okay. Gelb räumt auf. Let's go. Und die Fuse snacken wir uns. Wo wir kein Kit haben. Ah, das ist schön, dass sie das nicht gerafft haben. Ich will mir unbedingt den MVP hier snacken. Wir müssen auch niemanden droppen. Dann kaufen wir uns mal ein Kit. Potenziell letzte Runde. Ich sag's euch, Safe Call, die kommen A. Mein Triple Kill. Sterbt dann, Orange kriegt gar keinen Kill und unsere restlichen Mates machen die anderen beiden weg, damit ich noch auf den ersten Platz komme. Der AFKs könnte ich mit einem Ace beenden. Oh, sorry, mate. It was my ace. I'm so sorry, dude. Yeah, yeah, of course. GG. Good game, bye. Die hat mir das Ace geklaut. Dann gucken wir mal, was für ein Rang wir geworden sind. Da bin ich echt mal ein bisschen gespannt. Yeah, I'm silver. Nein, der kann nicht sagen, dass er Silber ist. Gold Nova 1. Okay, ehrlicherweise haben wir ein bisschen gesackt auf Ancient. Ich habe da auch einige Games verloren, logischerweise off-cam. Also, wenn ich verliere, aber doch noch gut performe, dann zeige ich euch das trotzdem. Von daher, wenn ich schlecht dabei bin, was bringt es mir, das zu zeigen? Gibt halt solche Games. Also müsst ihr euch einfach nur im Klaren sein, es gibt immer solche Games. Ihr werdet in sozialen Medien werdet ihr immer nur gute Performances sehen. Es sei denn, es ist ein Livestream. Da kann man es ja schlecht rausschneiden. Ihr werdet niemals die schlechten Runden auch sehen. Ich versuche zumindest auch so mittel- bis gute Runden hochzuladen, einfach um euch auch zu zeigen, die Runden gibt es genauso. Aber genauso gibt es auch schlechte Runden. Also, da braucht ihr euch auch... braucht ihr gar kein schlechtes Gefühl haben. Es ist halt einfach so. Genau. Und damit würde ich sagen, haben wir unseren ersten Rang hier auf Ancient. Und können die abwählen. Bin auch mal echt gespannt hier auf Milz und Terra. Ich glaube, eine von den beiden Karten ist an eine alte Map irgendwie angelehnt. Aber schauen wir mal, ob wir die erkennen. Dann habe ich ja tatsächlich die beste Hoffnung auf Inferno oder Mirage, dass wir da einen guten Rang bekommen. Ich glaube, Vertigo war auch nicht so verkehrt.
Naja, wir schauen. Ne, Vertigo war kacke, ne? Ich glaube Silber 3 oder so. Egal. Wir schauen einfach mal, wie das wird. Ancient haben wir abgeschlossen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Nehmen Sie eine Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.